In diesem Video möchte ich euch auch wieder ein Beilagenrezept zeigen, und zwar gefüllte Bruschetta Kartoffeln vom Grill. Wie das Ganze funktioniert und was ich dafür Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Da haben wir auch schon die Zutaten, die wir brauchen. Ich fange mal hier hinten an. Wir brauchen Olivenöl, wir brauchen Pfeffer, wir brauchen Salz. Da habe ich jetzt hier das Finisher-Salz. Ich könnte natürlich euer Salz nehmen. Dann kein Unkraut, sondern das ist halt tatsächlich Salbei. Dann brauchen wir logischerweise Kartoffeln, ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich Prosciutto, richtig milder Prosciutto, finde ich richtig gut. Dann brauchen wir Parmesan und natürlich auch Tomaten. Und mit denen geht es jetzt weiter. Die Tomaten müssen wir jetzt vom Fruchtfleisch befreien. Das heißt, dieses flüssige Fruchtfleisch ist es ja eigentlich nicht, das ist eigentlich nur Flüssigkeit. Einfach mittig durchschneiden, einen Löffel zur Hand nehmen und dann einfach mit dem Löffel, so gut es geht, hier einmal so her, das schon matschen und dann halt die komplette Flüssigkeit einmal rausnehmen, denn das brauchen wir tatsächlich nicht. Und dann haben wir tatsächlich hier wirklich nur das komplette Fruchtfleisch. Das nicht wässrige. Und mit dem geht es jetzt gleich weiter. Ich habe jetzt die Tomaten schon mal vorgewürfelt. Relativ unspektakulär. Da hier noch so einige größere Stückchen dabei sind, gehe ich jetzt her und mit dem Messer einfach noch mal so ein bisschen klein zu machen. Denn ich sage jetzt mal, da wir die Tomaten und alle anderen Zutaten, die ja gleich noch hinzukommen, als Füllung benutzen wollen, sind solche großen Stücke an sich halt schon ziemlich cool. Aber die können halt schon ein bisschen kleiner sein. Das heißt, man kann es halt im Vorhinein schon kleiner schneiden. Aber ich liebe dieses Messer und mag diese Arbeiten halt besonders gerne. Das mache ich jetzt erstmal. Beim Knoblauch ist auch relativ einfach, alles so leicht runterschneiden. Und wenn ihr das dann alles runtergeschnitten habt, ich liebe dieses Messer einfach. Dann kommt wieder die Hackmethode. Einfach mit dem Messer grob hier runterhacken, bis ihr ungefähr gleichmäßig viele kleine Stücke habt, die dann hier einfach zu den Tomaten mit in die Schüssel reinkommen, und dann fehlt noch der Salbei. Beim Salbei müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, einfach den Salbei hier hinten am Stängel abknipsen, abzwachsen, wie auch immer ihr es gerade nennen wollt, denn zu viel Stiel, das hat sich gerade gereimt, ist nicht gut. Dann habt ihr halt hier die Salbeistückchen. Dann nehmen wir uns einfach so ein Salbeiblatt und versuchen dann ganz viele kleine Streifen von runter zu schneiden. Und diese Streifen hacken wir dann auch wieder. Ich liebe es, mit diesem Messer zu hacken. Einfach hier so runter. Und wenn ihr das jetzt schon riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Ja gut, mache ich jetzt hier erstmal weiter. Und dann kommt das Ganze hier auch wieder mit in die Schüssel rein. Und dann haben wir schon fast alle Grundzutaten für die Füllung, also die Bruschetta-Füllung. Und dann kommt lediglich jetzt noch ein bisschen Pfeffer dran. Ich liebe es, mit Pfeffer zu arbeiten. Reib, 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 reib. Reicht schon. Natürlich ein bisschen Salz, in dem Fall Finisher-Salz. Da könnt ihr natürlich euer Salz nehmen, so wie ihr gerne möchtet. Beachtet aber allerdings dabei, dass sobald Salz an Tomaten kommt, dass die Tomaten halt anfangen auszuwässern. Ist insofern gar nicht mehr so schlecht, weil wir brauchen nachher Flüssigkeit. Dann etwas Olivenöl. Reicht schon in dem Fall. Nehmen wir uns einen Löffel zur Hand und rühren das Ganze schon mal durch. Und damit hätten wir die Füllung an sich schon mal so grob fertig. Ihr seht schon, vom Salbeianteil ist es zwar nicht viel, aber da das Ganze jetzt ordentlich durchziehen kann, sollte es reichen. Ihr könnt natürlich nach eurem eigenen Gusto so viel Salbei hier ranmachen, wie ihr möchtet. Seid aber wie gesagt vorsichtig, weil es kann halt sehr, sehr schnell in eine andere Geschmacksrichtung gehen, dass es dann halt ungenießbar ist. Das möchtet ihr natürlich euren Gästen nicht anbieten. Wie gesagt, lasse ich jetzt hier ziehen und kommen wir zu den Kartoffeln. Da haben wir auch schon die Kartoffeln. Das sind ganz normale Pellkartoffeln. Die hat Anni schon gepellt. Und da ist es jetzt wichtig, ihr sucht euch halt eine Stelle aus, da wo die Kartoffel halt freiwillig stehen bleibt. In dem Fall so. Und dann nehmen wir ein scharfes Messer zur Hand und versuchen den Deckel, das heißt den oberen Bereich, ein bisschen abzuschneiden. Dann haben wir hier eine schöne Fläche. Und diese Fläche versuchen wir jetzt halt mit dem Löffel, ich gehe mal mit dem Löffel andersrum, so gut es geht am Rand entlang auszustechen. Genau so. Da auch.
Und dann ganz, ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig den Inhalt hier rauszuholen. Ich versuche es mal, ob das klappt. Genau. Und dann haben wir nämlich hier halt eine sehr, sehr coole Fläche, um da die Füllung reinzumachen. Das mache ich jetzt erstmal mit den ganzen Kartoffeln. So, Kartoffeln sind jetzt ausgehöhlt und jetzt kommen wir zum Parmesan. Kurz vorm Füllen möchte ich nämlich gerne, dass die Flüssigkeit, ich zeige euch das kurz, die da unten drin ist, sich mit dem Parmesan verbindet. Gebt am Anfang nicht zu viel Salz dran, weil Parmesan selbst ist ja auch schon sehr, sehr salzig. Hier sei noch kurz gesagt, für die kompletten Rezeptangaben könnt ihr auf tobiasgrillt.de nachschauen. Da habe ich das alles runtergeschrieben, wie viel Zutaten ihr komplett dafür benötigt. Und ihr seht halt jetzt schon, dass die Flüssigkeit sich mit dem Parmesan ordentlich verbindet. Und das gibt eine richtig, richtig coole Füllung für die Kartoffeln. Kommen wir dann jetzt zum Füllen. Einfach ein bisschen von der Füllung nehmen. Und ihr seht halt selber schon, wie sich die Flüssigkeit mit dem Parmesan verbunden hat. Und das ist schon genial. Das kann nur gut werden. Einfach füllen mit ein, zwei Esslöffeln. Und dann fehlt natürlich noch eine Zutat. Wenn man den Schinken da unten auch schon liegen, in dem Fall den Prosciutto, einfach den Prosciutto jetzt hier hinten so einmal hochklappen Richtung Füllung. Und dann, wenn alles gut geht, weil die Füllung an sich, die ist ja nicht so flüssig, den Prosciutto gerade ziehen und dann die Flüssigkeit mit dem Inhalt und allen drum und dran einmal komplett rumdrehen. Genau, perfekt. Und dann habt ihr das im Prosciutto eingewickelt. Und damit geht's jetzt an den Grill. Gegrillt werden jetzt die gefüllten Kartoffeln oder Bruschetta-Kartoffeln indirekt bei starker indirekter Hitze von 180 bis 200 Grad. Für die nächsten, ja, ich sag jetzt mal 15 Minuten, lege ich wie gesagt hier in den indirekten Bereich rein. Und dann gucken wir gleich nochmal nach. Sind jetzt gut 20 Minuten rum. Wir schauen jetzt mal nach. Oh, sehen die nicht lecker aus? Ich nehme sie jetzt runter, dann gibt es noch ein Tellerbild und dann würde ich sagen, sind die gefüllten Bruschetta-Kartoffeln auch schon fertig. Ja, das waren sie, die gefüllten Bruschetta-Kartoffeln vom Grill. Ich finde, als Beilage sind sie leider zu schade. Man kann sie auch wirklich so essen, keine Frage. Also ihr könnt halt natürlich auch andere Sachen dazu benutzen oder sie eben halt auch so probieren. Probiert sie mal aus und schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr das findet oder was ihr dort noch für andere Rezeptvariationen habt. Vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Idee, die ich so nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht übernehme ich die dann auch. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Falls euch dieses Video, dieses Rezeptvideo gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept schaut einfach auf tobiasgrill.de nach. Bis dahin.